was bisher geschah. Genau, dass ich der Einzige bin, der es zur Schalltafel schaffen kann. Vielleicht. Aber wer sagt, dass du es allein machst? Ich. Hör zu, Billy. Wir müssen diese Leute hier rausholen. Und ohne uns beide haben sie keine Chance. War ihre Angstreaktion. Irgendwas an diesem Ort fürchten sie. Selbst wenn sie keine Angst hatten, sah es so aus, als könnten sie sie in Schach halten. Danke. Aber ich bin froh, dass ich das nicht musste. Sind Sie okay, Billy? Was glaubst du denn? Was Oscar getan hat, war sehr mutig. Wenn wir zurück sind, sorgen wir dafür, dass seine Taten angemessen... Glauben Sie, dieser Scheiß ist mir wichtig? Lassen wir ihn erstmal in Ruhe. 5 Minuten! Geben Sie mir 5 Minuten und ich bin wieder okay. Ich weiß, was Leute wie Sie von uns halten. Nichts als einfache Arbeiter. Richtig? Schulabbrecher. Wir sind ersetzbar. Das denken wir nicht! Tun wir nicht! Sag's ihm! Oscar war 1000-mal mehr wert als Sie alle. Das wusste er und ist trotzdem gestorben, um Ihren Arsch zu retten. Erzählen Sie mir nicht, wie Sie ihn ehren wollen. Das verdienen Sie nicht. Okay. Was können wir tun? Nichts. Ich hab gesagt, mir geht's gut. Schon vergessen? Ich brauch nur Ruhe. Ich weiß, dass wir alle am Ende sind. Aber was die Raptoren verscheucht hat, könnte noch hier sein. Laura hat recht. Alle wachsam bleiben. Wir beide suchen den Raum ab. Riecht wie... im Dschungel. Nur fauliger. Jess, das willst du nicht sehen. Nima, würden Sie... Klar. Komm mit, Jess. Sieh nicht hin. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Jurassic Park The Game. Ja, die Story nimmt echt Fahrt auf. Und nun haben wir hier eine Leiche. CIS Jurassic Park. Dann schauen wir mal. Sein Puls ist schwach, aber spürbar. Suchen Sie nach Bissspuren. Bissspuren? Hier! Sie sehen genauso aus wie... Die von Nima, ich weiß. Er lebt, aber nur theoretisch. Er ist gelähmt und mit ziemlicher Sicherheit hirntot. Die letzte Phase des Gifts. Oh, oh, oh. Heftig. Seine Kleidung ähnelt Ihrer, Billy. Hat er ein Tattoo auf dem Arm? Dasselbe wie ich? Ja. Tatsächlich. Der Nächste. Oh Mann, der arme Billy. Der arme Billy verliert hier Mann um Mann. Laura. Ah ja, das ist wirklich ein Nest. Der Aufbau hat mich an ein Kasuaren- oder Emu-Nest erinnert, aber ohne Eier war ich mir nicht sicher. Ja, aber... Sie sind in ihm drin. Vor 5 Minuten hätte ich Ihnen noch erzählt, dass sowas nur unter Insekten üblich ist. Aber jetzt... Laura, er ist ein Mensch. Tut mir leid, Sie haben völlig recht. Was zur Hölle ist da drüben los? Ist er jetzt tot oder nicht? Nicht tot, aber komatös. Irgendwas hat Eier in seinem Bauch abgelegt. Was? Das Opfer wird am Leben gehalten von einem... Decaf! Wie bitte? Das Opfer heißt Daniel Cafaro. Noch mehr Kanonenfutter. Mein Gott. Ich wusste, dass sie entwischt sind, aber ich hätte nie gedacht... Sie wussten hiervon? Sie wussten es? Ich bringe sie um!